Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und heute steht der dritte Tag bei den Amateur Championships an. Aber zuvor möchte ich auf einige Kommentare von euch noch eingehen. Und zwar hat jemand gefragt, beziehungsweise wo kann man denn eigentlich den Skill beziehungsweise das Rating seines Spielers sehen? Und ich finde es auch ein kleines bisschen merkwürdig, dass man das eigentlich, also zumindest nachdem ich jetzt mal alle Menüs durchgegangen bin, lediglich hier an dieser Stelle sehen kann. Eben dieses OVA, die Abkürzung steht eben für Overall Rating, musste ich selber auch erstmal nachsehen. Und im Endeffekt bedeutet eben diese 79 im Verhältnis zu den anderen Spielern, die hier aufgelistet sind, letztendlich soll es auch so eine Art Weltrangliste sein, eben wo man steht. Und mit 79 bin ich halt von all diesen hier gelisteten Spielern so an drittletzter Stelle, noch vor Cameron Champ und Abraham Answer, der noch einen Punkt vor mir ist. Also hier das dazu. OVA steht für Overall Rating und soll eben ausdrücken, wie gut ihr im Moment im Feld dasteht durch euer Leveln. So, der zweite Punkt ist, wir werden jetzt natürlich den Spieltag, den dritten Spieltag im Career Mode angehen. Und da gab es natürlich auch Anmerkungen und das habe ich jetzt selber auch gemerkt. Und da möchte ich auch kurz vorausschicken, dass ich natürlich eure Kommentare gelesen habe und auch festgestellt habe, dass der ein oder andere sich schwer tut mit dem Karrieremodus. Deswegen wollte ich das Ganze ja auch langsam angehen und deswegen bin ich auch hier als Amateur gestartet, habe davor eben auch meinen Spieler, ich sag mal, auf ein gewisses Niveau gebracht, entsprechend trainiert und gelevelt und ich habe jetzt erstmal die Standardwerte übernommen, was zum Beispiel das Karriere-Setting als solches angeht und hier kann man eben zum Beispiel einstellen, das Scoring Difficulty für die AI und das heißt im Endeffekt für das Feld. Und wir haben ja festgestellt, nach den ersten zwei Spieltagen, ja, dass wir das Feld dominieren. Das wollen wir natürlich so nicht beibehalten. Und ich habe jetzt für mich einfach festgelegt, ich habe jetzt ein OVA von OVR, ein Rating, nee, Ranking, Rating, ich verwechsel immer, Rating von 79. Und deswegen habe ich jetzt für mich festgestellt, wir werden immer in 5er Schritten erhöhen. Und zwar immer unterhalb von meinem Rating. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt hier bei 79 bin, werde ich jetzt das Feld erhöhen auf 75. Und dann wollen wir einfach mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Also das heißt ja hier, increasing this value will result in lower overall scores and increased difficulty. Also soll heißen, das Feld wird mit Sicherheit jetzt auch deutlich unter Par spielen und enger zusammenrücken. Also es wird natürlich dann etwas schwerer, aber es soll ja auch spannender werden. So, das übernehmen wir, niemals vergessen. Übrigens an der Stelle mal ganz kurz in die Runde gefragt. Also ich hatte jetzt die letzten Tage einige Probleme mit den Verbindungen zu den Servern. Und ich muss auch sagen, ich kriege auch keine Online-Games hin. Also wenn irgendwo hier Matchmaking ist, also ich kriege keine Online-Gegner angezeigt. Also schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, wie das sich bei euch verhält. Ich hoffe, dass wir heute hier keine Unterbrechungen haben, was die Verbindung angeht. Okay, also diese Änderung wollen wir jetzt mal so immer durchführen. Das heißt, sobald ich 81 erreicht habe, werde ich diesen Wert auf 80 hochziehen und dann einfach mal sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt und das Feld entwickelt. Und das Zweite, was noch war, war natürlich das Thema mit dem Game Mode. Ich spiele hier im Game Mode Pro. Also es gibt ja Arcade als geringsten Mod, dann Pro und ich denke mir halt einfach so, wir sind jetzt Amateur und wollen ja Pro werden, um dann auf die Korn Ferry Tour zu gehen. Deswegen spielen wir jetzt mal wegen dem Level her im Pro-Modus. Sobald wir die Korn Ferry Tour erreicht haben, werde ich hochgehen in den Tour-Modus, weil dann wollen wir ja eigentlich auf die richtige PGA Tour gehen und dann will ich mal schauen, wie wir da dann wettbewerbsfähig sind. Auf der anderen Seite werden wir natürlich hier jede Menge Skillpunkte hoffentlich noch erreichen mit den nächsten Turnieren, zumal wir ja immer 4 Runden spielen und das bringt ja jedes Mal auch XP und dann werden wir natürlich unseren Spieler auch nochmal leveln und dann wird das auch mit Sicherheit klappen, wenn wir natürlich dann nochmal ein Game Mode Level weiter oben sind, was dann eben auch heißt, dass verschiedene Hilfen natürlich dann nicht mehr aktiv sind, die jetzt natürlich hier diesen Spieler unterstützen sollen. Das habt ihr ja natürlich auch gesehen. Ich habe allerdings 2 Punkte angepasst. Zum einen will ich jetzt mal sehen, wie das aussieht mit diesem Auto-Hole. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Wir gehen mal kurz in Setting. Ups.
in Settings. Also das Menü ist ein bisschen langsam. So, also hier oben steht Gameplay Style Custom, weil ich natürlich jetzt eine Änderung vorgenommen habe. Und zwar will ich mal spaßeshalber schauen, wie sich das verhält hier mit dem Auto-Tap-In. Man kann das ja einstellen, dass er dann praktisch hier des letzten Einfuß 2 oder 3, dass er dann halt eben automatisch den Ball einlocht. Und ich bin jetzt einfach mal so geizig, beziehungsweise so selbstbewusst, dass ich aus 30 Zentimetern die Bälle wirklich versenke. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das würde ich jetzt mal eingestellt lassen. Und das Zweite, ich muss ehrlich sagen, wenn wir mit der Putt-Linie arbeiten, mit diesem Putt-Read, dann brauche ich eigentlich keine Grids. Die stören mich dann eigentlich ein bisschen. Deswegen lasse ich jetzt einfach auch mal die Putting Grid weg und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier dann darstellt. So, genug geredet, jetzt soll es ernst werden. Wir begeben uns zum Moving Day. Der klassische dritte Spieltag ist wie immer als Moving Day bezeichnet. Warum? Ja, natürlich, um sich in Position zu bringen für den vierten Spieltag, für den Finalspieltag, nach vorne spielen zu können. Man hat den Cut geschafft, man ist sozusagen im Geld und dann will man natürlich sich in Position bringen, um eben logischerweise um den Titel mitspielen zu können. Aber der Moving Day kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Also mit anderen Worten, es wird sich hier einiges mit Sicherheit auf dem Leaderboard bewegen. Und wir schauen da mal kurz drauf. Im Moment liegen wir mit 17 unter Par ganz deutlich weit vorne, haben eine 63 und 64 gespielt, hervorragend. Und wir werden die dritte Runde heute wieder mal am Vormittag starten. Okay. So, dann würde ich doch sagen, genug der Informationen, lasst uns loslegen. EA Sports, in conjunction with the RNA, so proud to spotlight golf's best amateur talent from around the globe. Today, it's live coverage of the third round. Well, if yesterday was any indication, we should be in for a memorable weekend of golf here as we take in the leaderboard on this Saturday. Our leader here on Saturday is our featured golfer. He's got a sizable advantage here as he looks to increase it further. So, wunderbar, da stehen wir also mit unserem Caddy, der uns wieder die Tipps gibt, mit welchem Schläger wir hier diese Runde natürlich eröffnen sollen. Ich möchte euch auch noch ganz kurz sagen, ich lese ja wie gesagt die Kommentare, wo schon einige Spieler deutlich weiter sind, teilweise schon in der Mitte der Karriere, gar kein Thema. Ich muss persönlich auch sagen, für mich wird das auch alles Neuland sein und ich bin mal gespannt, wie sich das dann eben nach dem vierten Spieltag darstellt, ob wir die Qualifying schaffen für die zwei großen Majors, dass wir daran teilnehmen dürfen. Also wie gesagt, ich bin da gespannt, wie das alles passieren wird und das ist für mich auch alles Neuland. Ich mache das alles jetzt auch hier zum ersten Mal. So, zum ersten Mal stehe ich nicht am Abschlag. Und in der Vergangenheit sind wir immer ganz gut gefahren, denn wir wissen ja, der Ball wird rollen. Und die Fahne ist eigentlich relativ nah und ich bin jetzt gerade mal überlegen, wir werden hier doch nur mal mit dem Hybrid vorlegen. Und der Wind kommt wieder mal von rechts, aber er ist nicht allzu stark heute, so wie ich das sehe. So, dann werden wir hier mal den Ball ins Spiel bringen. Die Zuschauer warten, ihr wartet. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. So, der Ball liegt wieder richtig gut. 232 Yards haben wir gespielt. 273, wenn ich richtig gesehen habe, mit Roll. So, und wieder einmal haben wir das 60er Wedge in der Hand. Und das ist hier irgendwie auf diesen Runden unser bester Freund neben dem Putter. So, wir müssen uns da wieder ein bisschen Gedanken machen. Auch an der Stelle nochmal ein kurzer Hinweis. Ich habe ja Besetzung und das ist ja eben auch möglich hier Pro-Modus, dass man natürlich hier den Spin noch einstellen kann, beziehungsweise den Ball in der Luft-Spin mitgeben. Das habe ich in der Vergangenheit nie gemacht. Ich habe das jetzt auch ein bisschen geübt
Und mal schauen, vielleicht werden wir das heute auch ein bisschen einsetzen, weil ja doch auch immer die eine oder andere Frage kommt, warum habe ich Spin, warum habe ich keinen Spin? Und ihr seht ja, rechts unten ist ja der Ball und wenn der sich in der Luft befindet, dann könnt ihr ja den Spin noch einstellen. Und das kann auch ein Seitwärtsspin sein, der dann zum Beispiel auch mal hilft. Also, ich weise euch dann darauf hin, wenn ich da wirklich dran gearbeitet habe, ob dann, und dann schauen wir einfach mal, wie sich der Spin entsprechend verhält. So, aber jetzt müssen wir uns Gedanken machen. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Nichtsdestoweniger. Von rechts. Er hat sich ja bis jetzt immer ein bisschen ausgewirkt. Also versuchen wir das einfach mal so. So, ich werde dem Ball ein bisschen Spin nach links mitgeben. Okay. Ah, good shot. Safely on the green and a birdie chance. This will be a 14-foot putt here. So, ihr seht es, die Gridlinien sind nicht vorhanden. Ja, er bricht zuerst ein bisschen nach rechts. Und dann kommt er eigentlich wieder links rüber und fällt über die rechte Lochkante rein. Okay. Gut. Kommt er noch? Nein. No. So. Aber der sollte gerade sein. Sehr gut. It's a par here at first. He's going to maintain that substantial lead. Well, here you get a real taste of what the old course will be all about. The double greens, the 411-yard par 4 second, the ideal spot. You want to be just to the right. There's so many famous bunkers here, but this one is well known. It's called Cheap's Bunker. Ja, jetzt ein bisschen was zum Feld. Wir werden das natürlich heute beobachten, wie sich das entwickelt, nachdem wir ja hier diese Veränderungen vorgenommen haben. Aber der Punkt ist natürlich immer der. Das Feld könnt ihr kaum steuern, beziehungsweise da könnt ihr natürlich wenig machen. Ihr müsst immer auf euch achten, ihr müsst immer für euch spielen. Aber natürlich ist es so, wenn das Feld heranrückt, dann müsst ihr eventuell einfach ein bisschen mehr Risiko gehen, um das Birdie zu spielen. Aber man kann natürlich dann eben, wenn man genügend Abstand haben, kontrollierter spielen und sich auch überlegen, kann ich einfach mal sagen, nehme ich den sicheren Schlag und gehe einfach hier auf das Pärchen. So. Ja, wir haben hier auf der rechten Seite meines Wissens keine Bunker. Wir schauen nochmal. Wir haben rechts keine. Ja gut, aber der kommt nicht ins Spiel, der da ganz am Anfang ist. Also werden wir hier über die rechte Seite spielen. Und der Wind wird dafür sorgen, denke ich, dass der Ball ein kleines bisschen dann Richtung Fairway Mitte fliegt. Oh, da haben wir ein bisschen im Durchschwung verrissen, aber das passt. Another good tee shot for him to start the round as he gets another fairway here at the second. Sehr schön. 74 Yards, das riecht doch wieder nach dem Wedge. Well, it's 74 yards here as he's set for his second. So, die Fahnenposition kurz rechts. Wir haben natürlich hier diesen Hügel, der ist gefährlich. Wenn man natürlich da reinschlägt, dann springt der Ball weg. Aber das sollte nicht das Problem sein. So, vorhin waren wir, glaube ich, ein bisschen kurz. Wir könnten ihn natürlich klar mal hier hinten reinspielen und dann mit ein bisschen Backspin versuchen zurückzuholen. So, wir spinnen. Na, doch nach vorne. So, die nächste Birdie-Chance. Shouldn't be much in this for Birdie. Ja, also das sollte jetzt eigentlich machbar sein. Das sieht eigentlich eher wie Loch Mitte aus. Aber er wird am Ende ein kleines bisschen nach rechts breaken. Auf jeden Fall darf man ihn nicht zu langsam spielen. Ja. Yeah, well done. It's a Birdie here at the second. He's got it to minus 18. So, das Feld bleibt erstmal bei minus 4. Strategy off the tee here at the third.
You can drive the ball pretty close to this green, Richard, shorter than the second hole. Just hit it down the right side, but try and avoid those little pot bunkers. So, die Fahne steckt diesmal in diesem Doppelgrün links hinten. Das heißt, wir haben eigentlich viel Grün zum Anspielen. Und das heißt, wir müssen nicht mit Backspin arbeiten. Dann können wir auch einen etwas längeren Schläger nehmen. Denn wir sehen es, hier sind schon wieder die Bunker im Weg. Und die wollen wir definitiv, wie immer. Bis jetzt hatten wir ja die Bunker sehr, sehr schön aus dem Spiel genommen. Und ich glaube, wir hatten bis jetzt noch keinen einzigen Bunkerschlag. Deswegen spiele ich jetzt mal hier nicht mit dem Hybrid, sondern wir nehmen mal das Eisen 4. Oh, er bleibt gerade. Ja, gut. Gut. Sehr guter Bounce. Terribly long hole, so precision off the tee is the key and the iron is the right call there. Yep. Second shot coming up, and we say hello to Iona Stephen. We have 124 yards left to the hole. Pin in the middle, so it's a green light. So, wir haben jetzt also mal einen 50er Wedge, aber immer noch im Wedge-Bereich. Also wir sind jetzt wirklich mit 126 Yards sehr nah am Stock. Also ihr seht, man muss hier nicht immer den Driver rausholen und das Risiko mit den Bunkern eingehen. So. Ein bisschen nach rechts spinnen. Okay. And that ball looked very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. Ja, das sieht jetzt auch erstmal nach einem machbaren Putt aus. 31. Er wird erstmal ein bisschen rechte Lochkante starten, so wie das aussieht. So, je mehr Speed wir ihm mitgeben, desto eher bleibt er gerade. Und jetzt wieder rechts rüber. Nein, den Gefallen macht er uns nicht. Just gonna sneak on by. Das war zu wenig. So, den Traumstart aus den ersten beiden Runden mit drei Birdies haben wir diesmal. Nicht mit drei Birdies. Aber nichtsdestoweniger dürfen wir zufrieden sein. So that safely in. It's a par here at the third. Auch hier erstmal mit 1 unter. Right now at the fourth hole. Yeah, long par 4. Two choices, whether he's game enough to drive it down the right or down the left, which is a much wider piece of fairway. So, wir wissen Bescheid. So, jetzt ab der 4 wird es interessant, weil jetzt kommen natürlich auch die Hügel ins Spiel, die auch hoch bewachsen sind, also mit richtigem Raff. Und die ersten beiden Male haben wir das hier ganz geschickt gemacht, dass wir hier um diesen Hügel hier, um diesen linken hier herumgekommen sind. Da hatten wir auch in der ersten Runde einen schönen, guten Bounce. Und diesmal werden wir auch wieder versuchen, hier rechts herumzukommen. Und das Ganze werden wir mit einem Draw jetzt diesmal ein bisschen unterstützen. So, der Durchschwung war gut. Dann wird auch hoffentlich das Ergebnis gut sein. Hervorragend. So, dann wird er noch zwei, drei Hügelchen mitnehmen. 257 Yards im Flug. Und wir haben Carry bzw. Total 307 Yards. Also man muss immer so um die 50 Yards mitrechnen, die der Ball eben noch rollt. Das darf man nie vergessen hier auf diesem Platz. So, jetzt haben wir das erste Mal hier. Mal ein längeres Eisen und ihr seht es, ist das nicht die Pin-Position? War die nicht so ähnlich? Auch in der letzten Runde war da nicht hier der Stock gesteckt? Auf jeden Fall sieht man es, die Landeposition ist gering und man sieht eben auch hier diese großen, großen Pottbunker. Das heißt, wir gehen hier jetzt mal auf sicher und werden hier in diese Richtung reinspielen. Ich überlege nur, ob man da wirklich mit einem 7er spielen. Nicht, dass der uns hinten durchrollt. Wir werden natürlich mit dem ziemlichen Draw reinspielen.
Wir werden das mal versuchen, den Ball zu drohen. Okay. Ein bisschen nach links. Ja, er bleibt liegen, das ist gut. Alles, was auf dem Grün liegt, ist gut, auch wenn 48 Feet natürlich jetzt so eine Strecke sind. I don't see the ball by the flag. Gonna have to take pretty much a full swing at this one with the putter, because this one is into the hill and the hole is cut back. Ja, ja, klar, auf der ersten Hälfte müssen wir den Berg hoch und dann rollt der Ball eventuell wieder ein bisschen runter, deswegen auch diese Kurve. 64 Fuß. Das sind also etwas mehr oder knapp 20 Meter. So, aber im Endeffekt sieht es so aus, als müssten wir eigentlich nur auf die Fahne zuspielen. Alles andere macht ja dann oder machen die Breaks. Ja, sogar vielleicht ein bisschen so. Im Endeffekt wird auch hier wieder das Tempo entscheidend sein, weil wir müssen natürlich erst einen Berg hoch. Und wenn er natürlich nicht schnell genug ist, dann wird er sofort, wird er stärker nach links rüberbrechen. So, jetzt fängt er an, wieder rechts rüber zu laufen. Das Volk ruft, aber er läuft vorbei. Had to put a little extra into that one, but got it there. That's a pretty good effort. So. Rechte Lochkante. Ja, so, mit Schmackes. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. And that's going to keep this large lead right where it is. Ja, wir sehen jetzt schon, das Feld rückte langsam ran, -6. Yeah, it's certainly eagles galore. The fifth hole is one of the biggest greens on the golf course, shared with the 13th. So good tee shot and you have a nice big target, even though it's a blind second shot coming up. Ja, wir werfen jetzt mal gleich einen Blick aufs Leaderboard. So. Und, ja. -1 haben wir gespielt und wir sehen schon, die anderen spielen hier teilweise -2, -3, -4. Also das Feld wird langsam aber sicher zusammenrücken. Und das heißt, wir dürfen die Sache nicht aus der Hand geben. Wir müssen da wachsam sein und trotzdem weiterhin versuchen, Birdies zu spielen. Aber ohne Risiko, das heißt, ohne eben Gefahr zu laufen, einen Schlag zu verlieren. Denn wie gesagt, die Helen Stone muss erstmal 12 Schläge aufholen. Okay, sehr schön. Das gefällt mir. Das wird jetzt auch langsam ein bisschen interessanter. Heißt aber nicht, dass wir hier beunruhigt sein müssen. Okay, wir haben hier in der Landezone definitiv die Bunker. Es ist aber ein Par 5. Und wir können natürlich versuchen, dieses Par 5 anzugreifen. 250, 525, wie gesagt, der wird um einiges rollen. Und wir sollten den Ball ja auch hier wieder reinspielen in diesen Bereich. Dann kann er hier schön durch dieses Tal rollen. Wir werden das Ganze mit dem Holz 3 machen. Und natürlich auch wieder hier versuchen, ein bisschen mit der Kurve den Ball von dem Topfbunker wegzuhalten. Opa. Ah, da geht drüber. Sehr schön. Über diesen Bunker sind wir drüber. Dann haben wir die Welle. That is a fine tee shot right there. Okay. 235 Yards, da liegt schön flach. Gut im Fairway, 277. Und ich denke, wir haben tatsächlich hier die Möglichkeit, das Grün anzugreifen. Holz 3 schlägt mir meinen Caddy vor. Die Fahne ist hinten im Grün. Das ist gut, das ist gut. Wobei man ja sagen muss, das ist ein Wahnsinnsgrün. Ne? Also das ist sehr, sehr groß hier. Weil da hinten steht auch noch eine Fahne. Das ist wieder dieses berühmte Doppelgrün. Mit dem Hybrid haben wir bis jetzt gute Erfahrungen gemacht. Das Vierer wird zu gering sein. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir den hier mit dem Hybrid reinbekommen. Auch hier wir natürlich wieder mit einer kleinen Kurve unterstützen.
Ja, der rollt mir zu viel. Da haben wir zu wenig Backspin. Der rollt fast zum anderen Loch. Okay. Da haben wir jetzt natürlich einen ganz schönen Putt vor uns. 121 Fuß. Exactly, Rich. No time to celebrate right now. Grind on that first putt. Get it inside that magic circle. At least try and guarantee a birdie. Ja, der Vorteil ist halt, dass auf jeden Fall hier eben ist. Und 127. Letztendlich heißt es hier wieder Länge vor Richtung. Einfach nur ans Loch spielen, damit wir dann hoffentlich das Birdie einpacken. So, am Anfang ist klar. Ja. Hallo. 127. Und wir müssen auf jeden Fall hinkommen. So, jetzt wieder rechts rum. Ja, okay. Yeah, from that far away, anything inside of 5 feet is pretty darn good. Ja, so sehe ich das auch. Da haben die Jungs völlig recht. Also dieses Birdie ist machbar. Und ihr seht es, eigentlich haben wir fast den Ball pin-high gespielt. Und in dem Fall können wir hoffentlich sehr zufrieden sein, wenn wir jetzt das Birdie notieren dürfen. Yes, a good read. It's a birdie here at 5. And he moves to 19 under for the tournament. So, minus 7. Not a particularly long hole, Frank, par 4. Yeah, semi-blind tee shot. You've got an idea where you want to hit, but there's a series of three bunkers, they're called the coffins, down the left side, as well as some pop bunkers down the right. So this requires a very accurate tee shot. Genau. Hier brauchen wir einen guten tee shot, einen guten Abschlag. So, wieder mal gucken, was hier vorne dran ist. Da sind diese Bunker. Okay. Hybrid 3 mit dem Hölzchen über links. Und dann aber einen schönen Fade reinspielen, der gegen den Wind drückt und uns aber hoffentlich den Ball noch ein bisschen laufen lässt. Auf jeden Fall auf der linken Seite droht weniger Gefahr als auf der rechten. So, wieder mal ein kleines bisschen im Durchschwung gezittert. Ihr seht es an der Linie rechts. Aber das Ergebnis ist okay. Das passt. So wollten wir das haben. Ja, 99 Yards wieder bis zum Loch. Now from just under 100 yards, a stare down his second. Ja, das ist natürlich klar. Wir wollen den Ball definitiv nicht rechts vom Stock. So, ein bisschen nach hinten. Dann schauen wir mal, dass er ein bisschen noch rüber rollt. Sehr gut. Well, I don't have my tape measure out, but that looks like, what, 6-7 feet in there, but that is an excellent approach shot. Ja, und ich freue mich immer, wenn er auch ein bisschen Freude im Gesicht hat, der Kollege hier. So, auch das wieder eine sehr, sehr gute Birdie-Chance und die sollten wir auf jeden Fall nutzen. Wobei ich jetzt hier wieder mal nicht ganz so schlau werde aus dieser Linie. Da müsste auf jeden Fall über rechts reinfallen. So, wir geben ihm einfach richtig einen mit, dann müsste er gar nicht mal so viel Break machen. Ah, yeah, well done. It's back-to-back birdies here on this front side. He gets it to 20 under par. Back here so, wir haben wieder den Abstand von 14 Schlägen. The old course. Yeah, blind tee shot. This is one hole that really does advantage the long hitter.
They can get it very close to this green, but this green has got some amazing undulations in it. Ja, wir haben wieder den Abstand. Das Feld hat mal einen kurzen Zwischenspurt eingelegt, um uns ein bisschen Angst zu machen, glaube ich. Aber wir bleiben hier ganz, ganz cool. Unser Caddy sagt auch, mach dein Spiel einfach so, wie wir es vorher besprochen haben. Bleib auf dem Fairway und leg den Ball einfach mit den Wedges an den Stock. Und es kann eigentlich nichts passieren. So, hier haben wir jetzt wieder diese berühmte Bahn, wo wir jetzt zweimal schon mal Glück hatten, dass er uns hier jedes Mal genau hier in den Hang, in die Kante reingeflogen ist und dadurch der Ball schön hochgesprungen ist und nicht weiter gerollt. Dieses Ziel möchte ich heute auch wieder erreichen. Jetzt bin ich nur gerade überlegen, haben wir das mit Gegenwind, mit dem Hölzchen? Blick. Ja, das war mit dem Hölzchen, mit dem Hybrid kommen wir da jetzt heute nicht hin. Dafür haben wir zu viel Gegenwind. So. Bisschen Draw. Okay. Und los geht's. So, auf jeden Fall ein bisschen Vorwärtsdrall und ja, springt, ja, okay, sehr gut, auch das hat wieder gut geklappt. Ja, bleibt schön oben liegen, das ist gut. 100 Yards, ein bisschen berghoch, das ist machbar. So, can he capitalize on the break here, his second from the short grass? Ja, also jetzt ist es ja so, da ist ein kleiner Hang und wenn der in den Hang geht, dann müsste der, wenn er nicht zurückkommt, dann rechts rumlaufen. Das heißt also, eigentlich müsste man den irgendwo hier reinspielen. Wenn wir natürlich wollen, dass wir bergauf putten, dann müssten wir eigentlich eher hier hinspielen. Wir spielen den Ball dahin. Und gehen mal davon aus, dass der hier, wenn er hier in die Welle reinkommt, dass er nach rechts läuft. So sagt es jedenfalls das Greenbook vom Caddy. Spiel den Ball links vom Stock an. Well, I don't have my tape measure out, but that looks like, what, 6-7 feet in there? But that is an excellent approach shot. And it generates some momentum here at the seventh hole. This for birdie. Ja, auch dieser ist für Birdie, dieser Putt. Und auch das ist eigentlich kein so schwieriger. Bisschen rechts, aber er müsste dann sowieso nach links kippen. Nochmal schauen, 9 Fuß, genau. Das heißt, so viel werden wir gar nicht rechts anhalten. Gerade so. Here, that a third consecutive birdie. And he moves to 21 under par. Now to the par 3-8. Frank, what's the best way to go at it? Well, for these players, straight at the flag. This is the first par 3 you'll see, and a good chance to make 2 coming up ahead. But we do see a lot of long putts here with an errant tee shot. Ja, ihr habt es gesehen, vor dem Grün ist ja dieser schöne, schöne, fette Putt-Bunker. Aber zum Glück steckt die Fahne hier auf der rechten Seite und auch hier haben wir ja wieder sehr viel Grün hinter dem Stock. Also das heißt, Eisen 9. Wir können natürlich Eisen 8, Augenblick, Eisen 8, wir nehmen den normalen, ach so, ja, vom Abschlag macht er immer einen Drive. So, Eisen 8 ist eigentlich zu viel, zumal wir ja jetzt Rückenwind haben. Eigentlich müsste das passen hier mit dem Eisen 9. Und dann ein bisschen reinfaden. Ja, das werden wir so probieren. Das werden wir so machen. So, nimmt ihn der Wind mit. Ah ja, gut. Okay, not taking any chances there. A good safe play in the middle portion of the green.
Let's bring in Nota Begay the third for a look at birdie. And a dead straight look here. Very little break. Just has to get it online. So, auch das ist nicht viel, aber es reicht halt auf eine Entfernung von 8 Metern. So, auch hier gilt, wenn er genügend Speed hat, bricht er nicht so sehr. Ja, bingo. Oh, everything going right now. That a fourth consecutive birdie. That means he'll get it to 22 under par. Bunkers, bunkers, and more bunkers. So this hole's only 347 yards as we close out this front side with the par 4 ninth. They're called Boses and End Hole Bunkers, and they're right in the middle of the fairway. So it's all about the tee shot, putting it in a good spot. If you do, you're walking out of here with a three, or you could knock it on and maybe bump one in, putt one in for an eagle. Ja, das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Hier, das wäre auch so ein Drivable. Wir haben 275, die Drive-Landezone, 50 rennt er. Da kommt auf jeden Fall, könnte der bis aufs Grün rennen. Die Frage ist halt immer die gleiche. Versuchen wir einfach irgendwo auf dem Grün zu sein und mit zwei Putt das Birdie zu spielen? Oder legen wir den Safe im Fairway ab und versuchen mit unserem Wedge dann gut an den Stock zu kommen, um dann das Birdie zu spielen? Der Wind würde auf jeden Fall den Drive unterstützen. Das Problem ist halt immer das gleiche, der kommt nicht zum Liegen. 75 plus 50. Der Stock steckt ja ganz, ganz hinten. Zum Grün sind es 314 Yards. Also der würde dann definitiv drauf rollen und auf dem Grün hält er noch weniger. Wir sollten unserer Linie treu bleiben und wir schlagen hier mit dem Holz 3. Und helfen dem Wind ein bisschen dabei, den Ball rechts an dem Bunker vorbeizuführen. So. Yeah, why not? Another great tee shot. Maybe a chance now to go after what would be a fifth consecutive birdie. Ja, mit dem Driver wären wir definitiv auf oder über dem Grün gewesen. So, das wird ein Pitch sein, genau. Ja, das mit den Pitches, da tue ich mich einfach noch ein bisschen schwer, gerade von der Länge, meistens zu kurz. So, 47. 30. Wir machen mal 35. So, jetzt müsste man sehen, ja, das ganze Ding ist eigentlich flach. So, das Ganze ist eigentlich flach. So, komm. Und wir haben ihm die Chance gegeben zu fallen. Also das war ein sehr guter Pitch. Also das war ein sehr guter Pitch. Ein perfekter Pitch wäre gefallen. Aber das ist natürlich jetzt mal wieder ein schöner, schöner Schlag gewesen. Der hat mir jetzt wieder mal sehr gut gefallen. Nee, also Pitches sind und Chips sind wirklich nicht ganz einfach in diesem Spiel. Und wenn dann doch so am Stock liegt, dass man wieder eine Birdie-Chance hat, dann hat man eigentlich nicht viel falsch gemacht. So, den sollten wir reinkriegen aus 4 Fuß. Bis jetzt hatten wir ja noch keinen 1 Fuß Auto-Hole oder wie das diese Funktion nochmal heißt. Aber den nehmen wir mit und waren konzentriert genug, diesen Putt aus einem Meter zu versenken. 30 for the front side going out in 6 under par. Ja. As we begin the backside here at St. Andrews, you can really feel the history. This hole named in honor of the legendary Bobby Jones, who won the 1927 Open and the 1930 Amateur. Obviously, 1930 was his Grand Slam year. He retired, by the way, at the age of 28. And then founded and built with Alistair McKenzie Augusta National. So a little bit of history lesson as you play this 340-yard par 4 tenth. Yeah.
Und er erzählt immer hier an der 10 die Geschichte von Bobby Jones und man hört es auch, retired with in the age of 28. Also die Geschichte bei Bobby Jones war, wenn ich mich richtig erinnere, auch, dass er, glaube ich, eine Nervenkrankheit bekommen hat. Das heißt, er hat angefangen, so solche Zuckungen zu entwickeln. Und damit kann man natürlich auf gar keinen Fall, ich sag mal, noch wettbewerbsfähig Golf spielen. Also es war eher der Punkt, dass er deswegen sich aus dem Turniersport als solches zurückgezogen hat. Auf seinem Platz natürlich, dem Augusta National, den er mit seinem Freund McKenzie ja gebaut hat, hat er natürlich die Turniere ja auch gespielt, hat ja auch das Masters aus der Taufe gehoben und hat da natürlich auch dran teilgenommen. Aber soweit ich weiß, nie gewonnen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber so ist es eben. Aber gut, wie gesagt, als Amateur Bobby Jones Jr., da gibt es übrigens auch einen sehr, sehr schönen Film über ihn und den kann ich auch nur jedem wärmstens ans Herz legen, der sich für das Thema interessiert. Und Bobby Jones Jr. war zumindest golferisch, finde ich, ein richtiges, ein Vorbild. Ja, ich will da gar nicht weiter ausschweifen, denn ihr wisst es, wir haben wieder mal die Front 9 hinter uns gebracht und stehen jetzt an der 10 für die Back 9. Das werden wir uns dann in der nächsten Folge ansehen. Aber auch diesmal haben wir es wieder geschafft, in der dritten Runde auf den Front 9 6 unter Par zu spielen. Jetzt allerdings in einer anderen Reihenfolge, muss man sagen. Aber nichtsdestoweniger, unsere Ergebnisse sind gut. Wir schauen aufs Leaderboard. Und mit Ergebnissen von minus 2, minus 4, aber teilweise auch über Paar, hat sich das Feld jetzt noch ein bisschen auseinandergezogen. Aber wir haben immer noch einen kräftigen Vorsprung. Und somit bin ich also optimistisch auch für die zweiten 9. Wenn euch das Ganze also gefallen hat, schickt mir doch oder lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr natürlich zukünftig mit einem Abo diesen Kanal unterstützt und teilnehmen wollt, wenn wir noch häufiger hier im Karrieremodus Golf spielen. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns dann gleich wiedersehen auf den Back 9. Bis dahin sage ich wie immer Tschüss, ciao, cheerio und wünsche euch allen ein schönes Spiel.